Auto vorne alles dicht kriegen, dann hätten wir es eigentlich. Und den Kern müssen wir noch verstecken. Und hier, das hält und überall. Aber ich bin damit eigentlich zufrieden. Ich muss noch ein paar Scheiben drehen, klar, damit alle gleich sind. Sie hier nämlich, ne? Damit wir raussehen können, die anderen nicht so reingucken. Ein bisschen bewaffnen und dann hätten wir es eigentlich. Puh, la la la, auch der Hangar sagt schuh, na na na, dass es ihn gibt. Apropos, ich weiß nicht, das habe ich mir, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich weiß es gar nicht. Apropos, die Rolltreppen müssen wir da ran, wenn wir gerade schon dabei sind. So. 3 auf 1. Drei auf 2. 3 auf 3. Ja. Nee. Muss weg. Sieht doof aus. Eins, 3 auf 4. Ach, da brauche ich wieder einen Support-Baustein. Ach, du bist doch ein blödes Arschkekskind. Support-Baustein. Nehmen wir Kleider in hier. So. Support-Baustein. Mann, 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 Mann. Wie man das Spiel immer veräppeln muss. Schau nämlich schön. So, Support-Baustein. Es wird abgerissen, Support-Baustein. Hey, ist mir eine Laser? Nee, ich hatte letztes Mal die fetteren, ne? Gell, gell. Nein, da brauchen wir eigentlich gar keine, weil rankommen tut man jetzt ganz bequem. Ja, von daher, das passt ja. Gut, dann lassen wir es da. Was ich euch zeigen wollte, war nämlich, ich weiß nicht, ob es eine Aufnahme gezeigt hat, aber wo wir so gespielt haben, man kann das Fenster aufmachen und sich dann hingucken. Dann kann man rausgucken. Und wieder aufstehen und wieder zumachen. Ne, wie im Knast. So viel dazu kurz. Gut, so. Türe 1, Türe 2. Wäh, das ist eine andere Farbe. Ist mal voll hässlich. Muss man umlackieren. Auf jeden Fall geht es jetzt zum Hangar, das ist in Ordnung. War auch ein bisschen Gepriemel und rumgebastelt. Das passt aber sowas von Press rein, das Ding. Guck, ein Cave ist ja eine kleine, kann man da vorne vielleicht noch reinstellen oder seitlich. Sein Hopper. Sein Hüpferle halt, ne? X. So, jetzt möchte ich mir das Ganze hier nochmal anschauen. Ich muss ja auch noch ein paar Scheiben drehen auf jeden Fall. Hier oben ist es auch in Ordnung. Habe ich einen Geländerblock noch dabei? Ne, den Gehwegblock habe ich jetzt nicht mehr, ne? Ja, dann wird zurückgeschmissen. Okay. Aber. Wupp, wupp. Luke, öffne dich. So, hoch mit uns. Und dann passt das Ganze nämlich wunderprächtig. Gut, Leute, dann tue ich eine Kleinigkeit futtern und bin gleich wieder für euch da. Oh, da drüben geht doch schön die Sonne auf. Schön, 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 schön. Bis gleich dann. Ah, sehr geehrte Herren, willkommen zurück am Stück. Ich weiß nicht warum, aber OBS hat auf die F9-Taste nicht reagiert. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe gerade nur ein paar Pflanzen abgeerntet und kurz was in Produktion gegeben. Zum Glück habe ich gerade nochmal rübergeschaut. Ich hätte gekotzt sonst. Fehlen nur 5 Minuten, also von daher keine Eile. Bleibt eine Weile. So. Dann hätte ich gerne hier gereinigt das Wasser. Wie viel haben wir denn davon? Nix. So, dann machst du mal dieses hier. Mach mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Sollte exactly aufgehen. Vorteil ist jetzt aber, wir sollten noch im Gegenzug herkommen, ein bisschen was in dem hier da reinschmeißen. Verfallszeit 55, 59, genau. Wir brauchen hier noch was zum Schnabulieren. Slime kann ich Hammer weghauen. So, und die noch, komm, ab. Dankeschön. Gut, Kühlschränke habe ich schon platziert. Dann nehme ich mal 5 Dosen raus. Wie schnell machst du mir das Ganze? Oh, du brauchst Zeit, okay. Aber halt. Stoppe mal. Dich brauchen wir dann gar nicht. 1, 7, 8, 9. Tomatenkeime, Duriankeime. Duriankeime habe ich 4. Sechs, acht, nein, sind wir mit 10, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Jetzt darfst du fortfahren. Er braucht nicht unnötig produzieren, für was auch. Wäre ja nicht im Interesse des, des Notwendigen. Munition jetzt auch wird hergestellt. Munitionskisten muss ich noch verarbeiten. Die sind hier. Der Kern, den habe ich jetzt vergessen, ne? Problem ist ja, wir können das nicht da nachstellen, weil das so Drecksplatten sind. Wir können da aber alles machen. Hä? Ja, so können wir es machen im Grunde. Dann kommen wir nachher und kippen das Ganze und drehen das Ganze. So. Ja. Right. Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Zip, gerade huschen müssen, Entschuldigung. Und das C2-Modul wollte ich noch bauen, ne? Repariert ja schneller. So. Schön. Ein Hicks. So, jetzt müssen wir noch das Ding da vorne irgendwie fertig kriegen. Aber nicht bis 5 Fensterblöcken. Und vorher kommen wir nachher und tun die Sachen da oben hinbauen. Zip. Zip. So, wir brauchen dich, dich und dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Da kann ich schon anfangen mit Sprießen, meine kleinen Kinder. 3, 4, 5. Sehr schön. Tür geht automatisch auf, haben kurz ein bisschen Kopf an. Dann passt das Ganze. Wie lange lebst du eigentlich? Nur mal so am Rande. Für 32 Stunden. Was fehlt denn alles? RCS und Cockpit. Oh. Ah, stimmt. Cockpit habe ich nicht einstecken, aber da habe ich glaube Produktion gegeben, meines Wissens nach, ne? RCS-Modul und Cockpit. Cockpit. Sollten wir nicht vergessen. Einmal Shift drücken, kommen wir schneller runter. What the f... Egal. Da ist es nicht. CPU auf jeden Fall. Ach du heilige Scheiße. Wir gehen kurz nach vorne. Und pass es... Achso, das war mein Raumschiff. Ich dachte, das ist ein Meteorit oder sonst was, das gerade lang fliegt. Ich so, puh, jetzt aber bitte nicht. Ich hätte gerne für dich ein Cockpit. 1, 2, 3, 4 davon. Und so ein schönes RCS. Und Fensterblöcke, genau, die kannst du mal hergeben. Die werden wir später auch noch aushärten. Aber später. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Ding fertig kriegen, dass wir ein bisschen on the tour sein können. Da haben wir noch 45 Blöcke, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt genügend. Und können auch gleich mal gucken, wo wir alles... halt, Quatsch, nee, was mache ich hier? Ja, mit Shift kommt man echt schneller hoch, ich flippe aus. Macht mal 5 Meter die Sekunde, yay! So, jetzt erstmal kurz Inventar lernen. Step by Stability erstmal und dann ist alles cool. So, folgendes. Dann kommt hier nämlich die Munition jetzt rein. Na? Da haben wir noch Gehwegblöcke. Jetzt müssen wir davon erstmal zumachen. Dafür brauchen wir im Gegenzug aber erst noch das Cockpit. By the way, kann man einen schon machen. Schräges. Oder machen wir ein ganz schräges? Ich glaube, wir machen ein ganz schräges, dann kriegen wir das nicht mehr richtig zu, ne? Sieht zwar geil aus, aber... Mrs. Droney, ich benötige Ihre Hilfe, Ihren Support. Hä? Was machst du? Bist du verlugt? Wenn dann so... Und so... Noch eins zurück. Hallo, wat. Nee, so. Nee, sieht doof aus. Dann müssen wir das ja nochmal. Das ist gleich. Dann brauchen wir kurz noch den Miro-Modus. Das wäre dann dieser Block. Genau. Und dann hätte ich aber gern diese Fensterlis. Links ein bisschen anders. Bauen erstmal das... Ja, wir bauen das Cockpit vorher, sonst bringt das nichts hier. Machen Käse mal kurz wieder aus. So. Da kann man schon mal Blöcke davor setzen. Zip. Und zip. So, dann brauchen wir dich. Haben wir schon mal Mara soweit? Soweit habe ich den Plan. Im Le Cop. Ich will kurz was probieren. Wenn ich dich so rumdrehe, kann ich dann das lange Dreieck nehmen und so hindrehe. Das ist theoretisch... Passt. Sogar praktisch. Sehr schön. So nämlich... Ah, das sieht schön aus. Gefällt mir. Sogar auf Facebook. Rip. Und so rum. Gut. Guter Junge. So, dann kann man jetzt das Glasblöckle-Ding hier nehmen. Und das will ich aber das ein bisschen anders machen. Und zwar... brauche wieder einen Support-Baustein. Genauso wie hier. Mach doch kurz mehr Remoters an, weil dann kann ich es auch so fortsetzen, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Und zwar folgendes. Jetzt nehmen wir dich. Und nehmen wir dich dann so. Zapp. Jetzt komm. Nein, da war es gerade. Genau. Du bist ein Pisser. Wehe. Braver Junge. Drum am Spiel schon wieder. So, dann brauchen wir die Schräge. So rum. Und so. So, jetzt müssen wir nur eins machen. Nee. Wie machen wir das? Das ist aber da offen, das möchte ich ja gerade nicht. Das ist schon mal... Wenn ich drehe, bringt das auch nicht viel. Weil der einfach doofes Fenster bist. Fensterge 1x2. Bringt genauso wenig. Warte mal, das war die Schräge, die wollte ich nicht. Ich brauche die gerade. Version davon. So. Dann brauchen wir Block. Mit der langen Ecke in dem Fall. Da kann der nicht hier ran. So, dann kann man nicht im Gegenzug jetzt mit der letzten Scheibe. Jetzt bin ich zu schnell wieder. Ich verdrück mich so gerne daran. So, kann man dich nicht da einsetzen. So. Ne? Bauen nur noch Lichter drin. Das haben wir noch dabei. Das ist schön. Das schwebt jetzt aber. Das finde ich jetzt nicht. Finde ich ein bisschen ungeil. Dass man so sagen darf. So, sehr gut. Scheiben noch alle drehen mit dem Rotationstool und dann passt die Kiste. Vorne zu, Geschütze anbringen. Boah, da haben wir es fertig jetzt noch, glaube ich. 5, 6 Stunden Arbeit. Stimmt, du produzierst Munition. Türe. Geh doch auf. Ist man lang genug dran gehockt. Jetzt können wir nicht ein bisschen auf andere Planeten fliegen. RCS, Cockpit, dich. So, produziere mal Essen, bitte. Danke. Tomaten. Space Durians nehme ich komplett mit. Halt, war da Essen drin? Ah, ne, in Produktion. Ja, ne, da passt ja. Brauchen wir ja nicht. Sind ja gerade Zeit. So, okay, also, wenn wir das fertig haben, könnten wir nach Akua gehen. Da könnten wir dann mal gucken, was Ronnie so gebaut hat, ohne dass er es weiß. Habe ich einen anderen CPU eigentlich dabei? Habe ich dabei. Ist die Frage, wo bauen wir dich hin, mein kleiner Mockel? Wo bauen wir dich hin? Gründe da. Zip, Licht aus. Ups, Licht an. Dann machen wir das hier mal so. Zip. Zip. Fertig. Schön geschützt. Das gute Teil. Cool wäre es natürlich, wenn es so Ecken gäbe, die über die Ecke gehen, aber gibt es ja leider nicht. Das heißt, wir können keinen richtigen Schutz noch anbauen, das ist doof. Zumindest in der Hinsicht ein bisschen supportfreundlich. Ach, das geht mal wieder nicht, weil ich die Platte so umgebaut habe. Naja, dann halt nicht. Da brauchen wir noch eine Türe, ne? Da brauchen wir auch noch was. Der muss noch befeuert werden mit Kraftstoff, dann ist es okay. Aber ich brauche hier jetzt erstmal, der kommt nicht mit. Tomatoes waren jetzt hier in der Tasche, meine ich. Ne, hier waren die Durians. Und Tomaten und Dings von hier oben, genau. Kürbisse. Perfekt. Nix. Gut, dann Haus ja im Grunde soweit. Bauen wir noch gleich das Cockpit ein und dann sind wir fast soweit. Schön, ne? Das ganze Ding noch ein bisschen lackieren, ein bisschen verschönern und dann passt es ja schon wieder. Wir könnten jetzt aber theoretisch eins machen, das ganze ein bisschen abzurunden, das Eck hier nehmen. So machen, ne? Warum? Weil wir es können. So, wenn wir da jetzt Shift P drücken, kommen wir genau auf das Licht. Machen das grau. Machen wir so dunkelblau. Intensität machen wir jetzt nicht so hoch. Reichweite braucht auch nicht sonderlich hoch sein. 10 Meter, genau, perfekt. Also vielleicht ein Blauschimmer drin, das finde ich schön. Dann da noch eine Türe rein, eine schöne, und dann passt es. Da muss auch noch eine Türe rein. Da oben geht es hoch zum Generatoren. Das ist auch eine coole Sache, dann passt das Ganze nämlich. Gut, haben wir Geschütze eigentlich gerade alle einstecken? Nur die zwei, den Rest bringen wir weg. Dann müssen wir noch ein bisschen was aufräumen. Sollen wir Rolltore anbringen? Könnten wir theoretisch. Halten wir ab. Ja, die halten nämlich mehr ab. Das heißt, wenn jetzt mal ein Schuss von hinten kommt, dann sind wir nicht gleich totally geasst. Sehr gut. Dann brauchen wir hier noch eine Rolltür. Garagentor, so. Und da hoch zu brauchen wir jetzt nichts. Das wäre unnötig. Mir gefällt das hier, ein kleines Versteck, ne? Können wir noch was reinbauen? Secret Blumentopf zum Beispiel. Oh, das RCS-Modul, genau. So, zack, RCS-Modul verbaut. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ah, da sind wir eigentlich flugbereit. Ungruppiert. Add to Group. Add to... Achso, was mache ich da? Ja, Rest. Perfekt. Zip, dann kann das weg. Mach's noch ein bisschen einfacher. Wisst ihr was? Energie ist da drin in der Hütte, ne? Alter, zieht die Bude. Strom. Lass uns mal einen kleinen Testflug einfach machen. Einfach mal kurz ein bisschen raus und dann mal gucken, was das Ding so kann. Hat im Grunde was. Irgendwie, ne? Vor allem mit dem Arsch dahinter. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an so eine Hornisse. So, Triebwerke aktivieren. Ich möchte mal wissen, wie das Ding jetzt abgeht. Sofort auf 40 Meter, ne? Wie bremst? Bleibt mega schnell stehen, geht sofort auf 40 Meter hoch, krass. So, dann mal hoch mit dem Baby. Das Schöne ist natürlich jetzt wieder im Dunkeln. Lässt sich gut munkeln. Die Schnauze passt aber irgendwie. Ich würde gerne die Beine noch ein bisschen verkleiden, dass die weg wären, dann wäre es cooler. Na, aber so an sich, denke ich, ist auch ganz geil. So, kurz aus. Ach, die wird dann komplett gerade. Achso, nee, das wollte ich jetzt nicht. So war es dann doch nicht ganz geplant. So. Was jetzt mal, hat sie sich nicht... Oder das Schiff hat sich ausgerichtet, weil sie nicht könnte. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir fliegen jetzt wieder ein bisschen hoch. Fliegen raus. Ich bin gespannt, wie das Baby sich so schlägt im All. Schön. Wie hell es hier einfach ist. Na, gar nicht so gewohnt. Ah, ich finde es ziemlich geil. Irgendwie hat das Ding was. Den Arsch hinter mir. Ach, den kann ich nicht mehr abrunden. Da ist das Tor dran. Ja. Was ist denn da? Was ist denn das? Muss ich mal nachschauen. So. Geschwindigkeit 0,2 Meter? Wiegt sich das Teil jetzt echt? Achso, Helm auf. Nee, aber ist cool, ne? Ist cool. So, Beschleunigung. Alter, hat die Schub. Lässt sich auch verhältnismäßig echt gut lenken. Also, die ist mega agil. Eine Libelle. Ich glaube, ich nenne sie Libelle. Doch, doch. Hat eine super Beschleunigung. Verhält sich recht gut. Doch, ist cool. Gefällt mir auch. Fette Libelle. Irgendwie so ein ähnliches. Die Füße könnten im Grunde eigentlich ein bisschen flach sein. Das war okay, in Ordnung noch. Ich glaube, die drei da hinten lasse ich. Aber der eine Block da, der irritiert mich. Was ist das? Was wird da hingebaut? Oh, Paul. Rosch. So, müssen wir noch gucken, was da zu Hause ist. Tropischer Wald. Leck. Spiel? Da ist doch irgendwo was. Da war was. Wie auch immer. Gerade keine große Lust, das rauszufinden. Geradeaus. Okay, sehr schön. Richtung Süden. Ich will mal gucken, was da eine Glocke ist, Alter. Was, irgendwas aufgewertet, oder? Was falsch platziert? Ich bin mir gar nicht so sicher. So, müssten wir noch gleich zu Hause sein. Ein bisschen rechts noch. Dann haben wir es gleich. Ja, da unten ist ja schon unsere gute alte Heimat. Nix. Ja, das sehen wir es ja schon. Hä? Wo kann ich mich jetzt zeitlich bewegen? Fehlen mir... Ich hab die Düsen vergessen auf der anderen Seite. Gott, bin ich blöd. Die hat er nicht gebaut, deswegen habe ich welche übrig. Aha! Deswegen bewegt sich das Ding permanent. Ah, nee. Und ich habe die Fraktion nicht umgestellt, deswegen ist mein Schiff abgestürzt. Ah. Deswegen hat die im All sich bewegt. Ach, kein Wunder. Warte mal, das müssen wir hier kurz wegklatschen. Ach, natürlich ist es leer. Ah! Passt doch da rein? Du blödes Schwein. Verstehe ich jetzt nicht. Und dann was anderes. Okay, das eine Teil da. Gut. Ah ja, gut, ist ersichtlich. Sieht man ja logischerweise. So, und dann kommt das Ding heran. Und dann kommen die zwei Schrägen ran. So. F5. Drück mal P. Add to Group, Select, Triebwerk. So, 16 Stück. Jetzt passt das Ganze. Sehr, sehr gut. Schiff holen. Da steht der Miss Titan Crash, da ist noch was anderes von der Crash gerade. Aber scheint sauber gelandet zu sein. Muss man sagen. So, P. Ach, ich habe den Kern natürlich versetzt. Ja, logisch, klar. Select Group. Konstruktion und Lager, Tank und ähnliches. Ja, da können wir es reinschmeißen. To last groups. So. Natürlich kommt er dann her und ändert es ab. Perfekt. Ein EP braucht keinen Trigger, F. So. Oh, da fehlt noch ein Block. Warte, der... Achso, der hat mir das... Achso, ja, ja. So. Perfekt. So, es ist zu. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das Ding passt rein. Gerade so. Finde ich eigentlich relativ cool. Warte mal, P kurz drücken. Oh, und das schreibt man, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, nur so. Oh, es gibt Sachen, die schreibt man... Was? Will WhatsApp von mir? Achso, ach, du kannst mir am Arsch lecker. Oh ne, das wollte ich gucken, weil es gibt Wörter, die benutze so selten. Sorry. Ja, hast mich bestimmt. Oh nee. Ja, mit 2S. Ja, ja, doch. Oh, Nisse? Nee, Libelle habe ich gesagt. Oh, Nisse. So. Meine Libelle. Und geh weg. Jetzt muss Libelle nur noch ausgerüstet werden. Und Libelle braucht ein bisschen Farbe. Da haben wir die Kühlschränke, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Das finde ich schön. Dann geht die Tür nochmal auf. Ich verschmelze in der Zwischenzeit einfach mal ganz dezent. Ich würde ganz Fenster aufmachen. Ach, das Fenster ist offen. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss die Munition ran. So. Was war das? Kommen wir mit Dank zurück. Ich stimme was aus, Ganger. Eigentlich nicht. Ah, 666. Okay, müssen wir noch gucken. Haben sie eben gerade verrechnet vorhin. Gucken wir einfach. Das ist ja jetzt nichts tragisch. Müssen wir auf jeden Fall jetzt das auch montieren. Deswegen gibt es Gefechtsbereitmacher. Nein, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Nur mal so. Aber okay, ist ja okay. Ist ja in Ordnung. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das auch hier am Rand montieren. Dann noch ein Stück weiter vorne. So, perfekt. Dann ist es Droni. Hier den Kopfverschlager sollte, wenn es geht. Was bist du? Plasma, ne? Plasma und Minigun. Plasma. Plasma. Und Minigun macht man drunter, ne? Hätte ich gesagt. So. Heißt da drüben auch so sauber hingepfercht? Schön an die Spitze. Ja, schön an die Spitze gemacht. Schön eines gemacht. Schön eines gemacht, mein Jürgen. So, und zwar so. Genau, perfekt. Gut, dann erstmal hier rein. Dann müssen wir... Dann geht die Tür hier auf. Dann gehen wir hier rein. Drücken kurz P. Waffen. Nehmen wir die Gruppe. Add to Group, also das hier, Add to Group, Select Group, Waffen, yep. So. 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 Und so. Other Factions machen wir aus. Aliens und Predators dürfen sich drauf schießen, da habe ich kein Problem damit. Achso, ja, ja, ich muss hier wieder irgendwo drin hocken, ist ja okay. So, und Kugelmunition kommt hier rein. 1000 aufeinander fehlt irgendwie noch mega viel, ne? Komm, geh mal auf. Ist ja, ist schon da mit Berechtigung die Tür, ne? Da kommt nicht keiner rein außer uns. Kann zwar auch kein anderer nutzen, außer wenn unsere Fraktion, aber die anderen zwei. Also haben wir Munition hergestellt. Kann man 1000 Stück, das reicht nicht lang. Das reicht nicht lang. Können wir da nicht herkommen? Und nochmal was herstellen. 250, sondern 1000. Metal Pieces kannst du machen. Ah, das ist abgebrochen, weil ich vielleicht das All verlassen habe? Nee, das wäre unlogisch. Aber das war auch unlogisch, von daher ist ja auch alles andere unlogisch. Ich verstehe es nicht. So. Müssen wir das hier kurz. Ich will das sauber hier einrichten, ne? Damit das alles sauber aussieht. Perfekt. Gut. Dann gehen wir kurz an den Cockpit ran und dann können wir kurz mal zum Geschützturm rangehen. Geh auf. So, jetzt drücken wir P. So, Spieler, Zugriff. Drücken wir nochmal P. Sehen wir, dass wir auf dem Kopf sind. Funktioniert auf jeden Fall. Sehr schön. Freut mich. Mit F kommen wir da raus und mit nochmal F kommen wir ganz raus aus dem Cockpit. Sehr, sehr gut. Brauchen nur noch ein bisschen Sauerstoff. Ne, das ist gut, ne? Doch, dann sollte es passen. Doch, 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 doch. Sauerstoff tanken, futtern. Und dann mal gucken, was die anderen zwei dazu meinen. Und unseren Stoff auffüllen. Das blaue Zeug brauchen wir ja. Wir brauchen nämlich 5 Kristalle, also 5 Pentaxid zum Warpen. Da haben wir 3. Wir haben echt wenig Pentaxid, nur mal so am Rande, ne? Haben wir draußen aber kein Pentaxid mehr. Nee, da drin ist... Ne, hier, da ist nichts mehr, ne? Nö, wir haben echt nur 8 Pentaxid bis 8 Kristalle gesammelt. Das ist aber wenig. Apropos Essen, ja, holen wir uns noch kurz. Und dann lasse ich die Aufnahmesession jetzt heute erstmal gut sein, weil ich verschmelze hier. Was mache ich hier eigentlich gerade? Vollidiot. So. Sauerstoff. Gut, sehr gerne, Mann. Bis zum nächsten Mal in frischer Kühle. Tschüss.